Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ihr seht es leider schon links neben mir und zwar ist das die Sandra. Die Geister aus ganz Deutschland ist wieder am Start. Ah, Julia, das hat uns doch mal wehgetan. Du hast voll auf das neue T-Shirt geklagen. Das ist das erste Fünf-Kämpfer. Luca-Shop.de. Das T-Shirt, was ich gerade anhabe, gibt es ab dem 1.12. neu im Luca-Shop und dort gibt es dann auch ab dem 1.12. exklusives. Unser Dick und Doof-Merch. Genau. Limitiert. Dazu allerdings in einem anderen Video mehr. Denn meine Damen und Herren, Sandra und ich haben uns heute hier zusammengefunden, um mal wieder auf eine Hilfe-Folge zu reagieren. Wie jedes Mal dieselbe Scheiße. Los geht's, Alter. Mobbing auf dem Bau. Füße in Zement einbetoniert. Ja. Let's go. Ist das wirklich ein Aufnahmeritual? Davon habe ich nie was. Was für ein Aufnahmeritual? Als wenn man so Bauarbeiter ist. Und nee, du darfst nur Bauarbeiter werden, wenn wir deine Füße einmal einbetonieren dürfen. Überraschungsfüßlein. Aber weißt du was? Und der filmt das. Überraschung, Danny. Oh, Danny, der Arme. Ich hab nichts gesagt. Hey, aber das ist kein Beton. Das ist einfach Erde. Digga, das ist alles Fake, Alter. Ihr geht jetzt, oder was? Komm, Bruder, lass mal durch. Hey, und jetzt kriegt ja kein Bierchen ab, Alter, wie assi sind die. Und die Ausbildung überhaupt hier beginnen sollen. Ich hab echt die Schnauze voll und dann noch so eine Scheiße. Ich hab die Schnauze voll. Guck mal, wie er da sitzt. Ich will einfach so unter seinen einbetonierten Füßen. Ist das seine Freundin? Ja, safe, Digga. Danny, wer war das? Sag mir jetzt, wer das war. Das ist eine Ehrensache. Ich kann's ja nicht sagen. Ehrensache? Das ist eine richtige Ehrensache. Junge. Digga, wo ist dein Deutsch, Alter? Wenn mit deinem Deutsch, kein Wunder, dass du so gemobbt wirst auf Baustelle, Alter. Eine Ehrensache. Dass deine Füße da einbetoniert werden. Nein, das darf ich dir nicht sagen. Das ist richtig Ehre, das ist Ehre, Alter. Hey, Danny, ist das dein Ernst, Mann? Wer hat dich da reingebracht, ey? Das war halt so ein... Ich kann's ja nicht sagen. Was soll ich sagen? Danny. Außerdem war ich immer schon in Lehrer verknallt in der Schulzeit. Ah, die sind nicht zusammen. Die sind nicht zusammen. Oh. Guck. Sandra sagte direkt, das ist seine Freundin, klar, bla bla. Die hat gar keine Ahnung, Alter. Peter, komm mal schnell runter. Ey, Junge, was habt ihr da wieder für eine Scheiße gemacht? Boah, ey, habt ihr so Scheiße Guido im Kopf, oder so was? Günni, Alter. Der hier. So ein richtiger Günni, so ein Horst, so. Der heißt Bauer. Peter. Ah, also, wissen wir schon? Ja, das hat sie gerade gesagt. Also, ihr habt nicht verstanden, Digga. Aber das ist so der Bauarbeiter, der macht so, arbeitet so von 8 Uhr morgens bis so 16 Uhr und danach ein Feierabendbierchen. So richtig geil einfach. So stelle ich mir irgendwann auch mal mein Leben vor. Ich wollte gerade sagen, arbeitest du nicht auch von 8 bis 16 Uhr und hast danach ein Feierabendbierchen? Ja. Also heißt du quasi auch Günni? Ja. Abonniert alle Sandra, sie heißt Selfie Günni. Ey, ganz locker, man nennt mich nicht umsonst. Presst uns da mal, Peter. Man nennt ihn nicht umsonst. Presslufthammer Peter. Also mal schauen, wie Presslufthammer Peter da jetzt den Danny vielleicht befreien kann. Danny, geht's wieder? Ist wieder draußen. Ja, alles okay. Das war halt hey, man hat's gar nicht gesehen mit dem Presslufthammer. Ist alles okay. Oh, wie kacke. Digga, der Arme, er sagt so die ganze Zeit, ist alles okay. Macht euch keine Sorgen, das war Ehrensache. Ja, Mobbing ist echt kacke. Digga, du mobbst mich regelmäßig. Das ist aber was ganz anderes. Ich darf wo das auch. Das? Also Mobbing ist scheiße, aber Sandra darf das. Ja. Ich fühle mich schon manchmal ziemlich beleidigt von dir. Halt die Fresse, Junge. Ja, du hast mich zu Beginn des Videos direkt geschlagen. Halt die Fresse. Du willst ja noch nicht sagen, wer das war? Nein. Wie du da reingekommen bist? Das kann ich nicht. Das ist Ehrensache, das kann ich nicht machen. Ehrensache. Digga, immer Digga, wer hat dir jetzt mal ganz ehrlich, wer hat dir wieder ins Hirn geschissen? Die Sache ist, hier oben kam eine Umfrage. Musstest du schon mal eine Mutprobe ablegen? Ja, nee. Musstest du, Digga? Nein. Ich auch noch nicht, Alter. Sagen wir nein? Nein. Guck mal, auch die meisten sagen aber, nein. Aber Digga, 25% hat schon. Weil, wer, was ist denn das? Dann bist du dann da mit Freunden, die sagen, ey, wenn du mutig bist, mach mal das. Ja. Und dann denkt man sich, ja, mach ich. Du kaufst mir ein AMG, erst dann sind wir befreundet, Digga. Das ist ja keine Mutprobe. Nein. Das ist ja, nein. Das ist Erpressung, oder? Warum kannst du eigentlich nicht so sein wie dein Vater? Ich versteh's nicht. Ich bin halt ich. Und wenn du denkst, ne, dass das die letzte Mutprobe war, hast du dich aber geschnitten. Aber glaub mir, da werden noch einige Folgen, aber verdammt. Junge, guck mal, ey, hier vorne. Schön mit dem Bierchen, Junge. Der chillt da einfach auf der Bank mit seinem Bierchen. Ich will auch Bauarbeiter werden. Hey, wieder schwer im Schuh Mike, mein Freund, was geht ab? Alles gut. Klar, bei dir? Na klar, läuft, Bruder. Hey. Danny. Ja? Alles gut?
Ey, die nehmen den ja die ganze Zeit hoch. Ich will einfach nur noch Bauarbeiter werden, Alter. Wie geil ist das Leben denn bitte? Digga, du wärst safe. Ich wär in der Situation, ich wär Danny. Ja. Und du würdest sagen, ey, Luca, wir machen jetzt mal deine Füße hier einbetonieren, Alter. Und dann hättest du mich auch noch in den See geschmissen danach. Siehst du die Kiste hier mit dem Zement? Ja. Die müsste einmal bitte bei uns ins Fahrzeug gelagert werden. Dann nimmst du dir diese Eisenstangen komplett. Einmal bitte komplett ans andere Ende der Baustelle. Also Danny ist so der, der die ganze Bimbo-Arbeit macht. So, hey, nimm das, packst das Auto und dann nimmst du alle Eisenstangen von diesen 10 Milliarden Stück und trägst sie ans andere Ende der Baustelle. Ich trink mir mit dem Mike noch ein und dann gucken wir weiter. Hä? Ja! Oh, als wenn! Wie schlecht war das denn? Ja, das ist so richtig ans Wenn der sich gar nicht wehrt, guck mal, wie er einfach steht. Scheiße, sein Alter. Junge, BTS. Hä, jetzt kommt. Jetzt kommt noch die Mutter an dahin. Wahrscheinlich. Oh, und die alle ab in Opel Adam und los. Polizei. Ey. Digga, man sieht doch schon, dass da irgendwas passiert. Guck mal, jetzt kommt er da an, sagt seinen Freunden. Hier, Danny ist im Dixie-Klo. Nein, Junge. Boah, jetzt geht die ganze Pipi und Kacke da rein. Danny, Mann, was ist los mit dir? Komm, komm, was ist nicht passiert? Ich bin wieder eine halbe Stunde nur auf dem Klo. Halbe Stunde nur auf dem Klo. Der war da zwei Sekunden drin, der konnte wahrscheinlich nicht mal zu Ende pissen. Neue Mutprobe, neue Aufgabe. Und zwar, du steigst jetzt in den Bagger hier, holst für uns vom Metzger 20 Brötchen. Hab aber noch nicht mal einen Führerschein. Ist doch scheißegal, Mann. Das ist aber illegal. Egal, jetzt übertreib mal, das ist ein Baustellenfahrzeug. Die sagen einfach, dass alles eine Mutprobe ist. So, ey, mach mal unsere Arbeit, Mutprobe. Ey, hol uns mal fressen, Mutprobe. Aber es, man muss ja sagen, es ist alles... Es ist Ehrensache. Alles Ehrensache. Also wir machen wirklich mit jedem Neuling mal so eine derbe Mutprobe. Aber dieser Danny, der ist speziell, der bekommt von uns so eine richtige Spezialbehandlung. Muss man so sagen. Spezialbehandlung. Dich hat auch irgendwer so hart verarscht, Digga. Das Ding ist auch, er hat auch seinen Helm falsch rum auf, ne? Junge, jetzt sitzt er da drin. Und die Hauptsache filmen. Mit Zigarette! Junge, Hauptsache. Er hat sein Handy quer gehalten, gefilmt und das Video gerade war hochkant. Egal, weiter geht's. Hilft mir, Leute, ihr wisst Bescheid. Oh nein, er hat. Oh nein! Wann ist das denn jetzt passiert, hä? Das ist einfach Hilf mir. Das ist einfach Hilf mir. Eine komplette Scheiße. Ja, es ist alles fake. Es ist alles nur gespielt. Die nehmen sich die dümmsten Themen raus. Eigentlich geht diese Serie auch darum, dass man jung, pleite und verzweifelt ist. Hier. Aber es ist keiner jung, es ist keiner verzweifelt und es ist keiner pleite. Na, Danny ist schon jung. Ja, aber er ist aber auch... Aber mehr nicht. Ja, aber mit pleite, das Wort könnt ihr streichen, Junge. Und verzweifelt. Ja, verzweifelt schon so ein bisschen. Also zwei Drittel vom Titel Nein, haben wir diesmal drin. Die sind nicht drin, verzweifelt, ja. Alter. Den fehlt der Knospe im Gehirn. Weißt du, da hat noch nichts richtig Klick gemacht bei denen im Gehirn. Was für eine Knospe? Ja, da gibt's so eine Knospe, die hat bei dir auch noch nicht ganz Klick gemacht, ne? Deswegen sind ja auch alle so dumm. Weisheit des Jahrhunderts, Leute. Ich schwör's euch. Guck, wie ich deswegen dagegen gefahren. Raus aus der Karre! Guck dir mal mein Auto an! Raus! Das war das Auto von Peter. Peter sauer jetzt, Alter! Peter, lustig ist er auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Guck dir mal meine Karre an! Jetzt rufen wir erstmal die Bullen und dann rufe ich einfach an. Mein Vater! Dann ist es doch nicht sein Vater. Das ist doch nicht sein Vater. Hä, aber war das nicht irgendwie gerade so, kannst du nicht wie dein Vater sein? Ja, ich dachte auch, dass die da mit diesem Peter meinen, aber anscheinend ist der Vater doch auch einer, den die anderen kennen. Aber jetzt ruft er erstmal die Polizei an. Aber so wie ich Hilf mir kenne... Kommt die Polizei sowieso nicht. Kommt die Polizei nicht, weil die das zu viel Geld gekostet hätte, die Polizei da irgendwie noch mit reinzuholen. Ja, ist halt nicht so mein Tag heute irgendwie. Ja, nach dem Unfall wollte ich mal fragen, ob alles gut ist. Ja, ist alles okay. Was für eine Unterhaltung, Digga. Ja, tut mir leid. Ja, mir tut der auch leid, aber er steht ja auf die. Dann würde ich ihr doch gegenüber so... Voll, ey, hey, und er ist so das letzte Tropfen Elend, was noch in Deutschland geblieben ist. Genau. Gehst du hin? Ich wollte eigentlich mit Lara jetzt was trinken gehen. Das kannst du halt vergessen, was denkst du denn? Warum? Ja, warum? Du musst erstmal hier eine schöne Nachtschicht schieben. Oh nein! Nachtschicht, Digga. Vor allem, wenn man nichts sieht, Alter, oder was? Digga, Sandra, kennst du Baustellenlichter? Nee. Nein. Danny, komm mit, komm. Scheiß drauf, mein Freund. Ey, Lara, scheiß drauf. Ey, scheiß drauf. Komm, wir gehen mal verbinden. Ich hab jetzt eben. Ach, jetzt geht er mit Lara. Oh, wie assi. Oh mein Gott. Ich hab echt keinen Bock mehr. Und er geht jetzt... am liebsten Mike. Oh mein jetzt Gott. Jetzt machst du noch das Date mit Lara kaputt. Wer weiß, was noch mit den beiden noch passieren Und er muss jetzt arbeiten. Ja. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Ich hatte.
Ein Like unter dem Video ist ein Mitleid für Danny. An der Stelle würden Sanna und ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch diese Hilf Me Reaction von uns mal wieder gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt Laser Luca. Weiß ich, ich bin die Geilste aus Deutschland.